Nach zwei ereignisreichen Wochen hier auf Lanzarote ist nun meine dritte und letzte Woche angebrochen und ich finde, es ist Zeit für einen kleinen Adrenalinkick. So, heute ist Team-Event angesagt und wir wollen paragliden. Das werden wir hier an der Playa de la Canteria auf Lanzarote tun. Und anscheinend müssen wir auf den Berg da hochklettern hinter uns. Und und dann geht's ab. Mal sehen, wie es wird. Also mich vom Berg stürzen und mehrere hundert Meter in der Luft rumschweben ist jetzt nicht unbedingt mein täglich Brot. Daher habe ich kurz vor Abflug schon ein relativ mulmiges Gefühl. Aber was wäre das Ganze ohne einen gewissen Adrenalinkick, richtig? Nachdem ich die ersten Sekunden überstanden habe und aufgehört habe, innerlich meine letzten Gebete zu sprechen, fange ich langsam an, mich zu relaxen und einfach nur diese mega Aussicht zu genießen. Einfach traumhaft. Und wie alles hat Lanzarote natürlich nicht nur seine Höhen, sondern auch seine Tiefen und die möchte ich natürlich auch erkunden. Stichwort Scuba Diving. Christian, den Tauchlehrer, kennt ihr ja schon aus dem letzten Blogpost. Und nachdem wir uns beim letzten Mal so gut verstanden haben, lädt er mich einige Tage später zu einem ganz besonderen Ort ein. Den Charco del Palo, einen Tauchspot im Norden von Lanzarote. Ein Wiedersehen unter Wasser sozusagen. Bevor es aber in die Tiefe geht, zeigt mir Christian noch einige Handzeichen, um uns unter Wasser besser verständigen zu können. Neben den typischen Sicherheitshandzeichen wie "Mir geht's gut" und "Ich will an die Oberfläche", bringt mir Christian diverse Handzeichen für verschiedene Meerestiere bei, wie Haifisch oder Stachelrochen, falls wir unter Wasser welche erblicken sollten. Es geht fast insgesamt 23 Meter in die Tiefe. Gut, dass ich das erst im Nachhinein erfahre. Irgendwann drückt mir Christian plötzlich zwei Steine in die Hand und deutet mir, die Steine aneinander zu klopfen. Ich muss zugeben, mein erster Gedanke ist, hä? Aber dann mache ich es ihm einfach nach und plötzlich passiert was wirklich Abgefahrenes. Auf einmal sind ganz, ganz viele Fische um uns herum und fangen an, die Pflanzenteile und Algen zu futtern, die sich durch das Klopfen gelöst haben. Echt cool. Beim nächsten Mal nehme ich euch dann mit auf eine Reise durch die Märchenwelt aus Tausend und einer Nacht. Dubai, ein Boomtown im Mittleren Osten und eine Destination mit unglaublicher Faszinationskraft. Freut euch drauf. Ich tu's. Ciao, bis bald.